Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim letzten Haul des Jahres. Ich zeige euch in diesem Video heute, was ich in den letzten Wochen neu gekauft habe, beziehungsweise was sonst irgendwie seinen Weg zu mir gefunden hat. Ich muss mich in diesem Video ein bisschen vor der Sonne verstecken, weil irgendwie im Winter steht die Sonne immer so tief, dann ist Filmen immer schwierig, aber ich denke, das sollten wir hinkriegen. Und wenn euch interessiert, was neu bei mir eingezogen ist, dann bleibt gerne dran, wir legen los. Ich lege mal los mit meinem jüngsten Einkauf und ich war in einem Laden, den ich gefühlt 5 Jahre nicht mehr betreten habe. Und ich glaube, das ist keine Lüge, ich war mal wieder bei Lush. Lush fällt ja in jeder deutschen Innenstadt dadurch auf, dass 500 Kilometer im Umkreis alles nach Lush riecht, gefühlt. Also zumindest ist es bei uns so. Aber ich habe mich nach langer Zeit mal wieder entschlossen, das Trockenshampoo von Lush nachzukaufen. Das war das erste Pulvertrockenshampoo, das für mich so wirklich funktioniert hat. Das ist das No Draft Trockenshampoo. Ein anderes gibt es bei Lush nicht. Das riecht nach Limette. Mega gut, finde ich. Und ich hatte jetzt lang das von Pure Emetics. Und am Anfang war ich mit dem nicht so zufrieden. Habe mich jetzt aber schon ganz gut daran gewöhnt. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie sozusagen das von Lush mir im Vergleich wieder gefallen wird. Das kommt eben in so einer Flasche, die man dann entsprechend hier oben... Oh, das mit dem Lichtverhältnis ist schwierig heute. Ich sehe es schon kommen. Das kann man sich halt so ein bisschen in die Hand geben. Ist besser zu dosieren als das von Pure Emetics, glaube ich, weil bei mir ist da die Verpackung relativ schnell kaputt gegangen. Aber 19 Euro für diese 115 Gramm und ich komme damit gefühlt, glaube ich, 1,5 Jahre aus. Also das ist echt ein Investment, das ich gerne tätige und das ich gut fand. Und dann gab es bei Lush an dem Tag so eine Aktion, ich muss mal gucken, ob ich das auspacken kann, dass man sich seine eigene Badebombe selber machen konnte. Das fand ich ja ganz witzig. Also ich war irgendwie, ich dachte erst so, okay, das ist irgendwie halt was, was man dann kaufen kann. Aber das war dann tatsächlich gratis. Ich muss es jetzt nur nochmal aufpacken. Und ich muss schon sagen, ich finde die Lush-Sachen schon echt cool, aber ich finde es schon auch teuer. Also das ist jetzt so eine einzelne Badeanwendung für 9 Euro. Das finde ich schon viel. Auf jeden Fall habe ich hier in diese Form, ich hoffe, ich kann euch das zeigen, habe ich hier so eine kleine Fee-Badebombe gepresst. Also das gab es da. Und die riecht, die ist halt knallpink. Und riecht so ein bisschen nach einer Mischung aus Mucosolvan und Gelee-Banane. Halt so eine typische Lush-Ding. Eigentlich könnte ich die jetzt wohl aus der Form rausmachen, aber ich traue mich nicht. Ich glaube, das mache ich erst, wenn ich tatsächlich damit bade. Aber fand ich eine ganz coole Aktion. Also vielleicht gibt es das ja bei eurem Lush auch oder ist einfach so eine Vorweihnachtsaktion. Ich weiß es nicht. Und dann zu guter Letzt habe ich noch was mitgenommen. Wollte ich eigentlich gar nicht so unbedingt mitnehmen. Aber ich habe mir dann gedacht, so mein fester Conditioner geht leer. Drama. Vermutlich hält er noch ein halbes Jahr, aber wenn ich jetzt schon mal bei Lush bin, was ja vermutlich wieder innerhalb der nächsten 5 Jahre wirklich vorkommen wird, nehme ich mir mal einen Conditioner drin mit und das ist The Golden Cap, heißt der. Also vielleicht könnt ihr sehen, der ist wirklich golden. Sieht ein bisschen aus wie so das goldene Ei, Harry Potter Band 4, aber vom Duft her ist der eher so ein bisschen herb. Könnt ihr für die Männchen legen, da ist nämlich Stout Bier drin, also so eine vegane Biersorte, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Und Bier ist ja sehr bekannt dafür, die Haare zum Glänzen zu bringen. Ich hatte schon vor Jahren mal den American Cream Conditioner von Lush. Ich fand den, das war ganz am Anfang meiner festen Conditioner-Ära, von daher will ich das sozusagen nochmal mit meinem heutigen Wissen neu ausprobieren. 14 Euro kostet der, finde ich schon pricey, aber ich dachte mir, ich nehme es jetzt mal wieder mit und probiere es aus. Dann war ich am selben Tag bei Müller. Und dachte mir so, ich brauche Zahnpasta. Habe 2 von meinen Lieblingszahnpastas nachgekauft. Herbal Mint. 7-in-1 Zahncreme von Terra Naturi mit Minze, Aloe Vera, Kamille, Myrrhe und Salbei. Die eine davon liegt schon in der Arbeit. Und dann habe ich Puder nachgekauft und habe festgestellt, dass mein geliebtes Kompaktpuder nicht verfügbar war. Dann habe ich jetzt mal das Hydro-Kompaktpuder. Das unterscheidet sich so ein bisschen, weil es, ja, ihr seht, hat so einen blauen Unterrand. Habe ich mitgenommen und habe jetzt festgestellt, das ist das irgendwie, stand halt jemand anders von der Theke, ich habe nur kurz zugegriffen, dass das, glaube ich, eine Farbe zu dunkel für mich ist, leider. Es scheint, ich habe normal bei dem anderen, habe ich Ivory und jetzt habe ich, was ist es, Natural Beige. Das muss ich mal ausprobieren, das sieht schon sehr dunkel aus für mich. Das ist jetzt irgendwie blöd. Ja, ich weiß nicht, warum es vorher in den anderen 4 Farben gibt und von dem hier nur 3. Ja, muss ich jetzt mal gucken, sonst gebe ich das meiner Mom weiter. Irgendwie ein bisschen blöd. Aber freut mich natürlich auch, dass das normale Compact Powder von Terra Naturi ausverkauft ist, weil das spricht dafür, dass es andere Leute genauso gern mögen wie ich.
Dann machen wir weiter mit meiner ersten Online-Bestellung diesen Monat. Und zwar habe ich gemeinsam mit meiner Mama und meiner Schwester bei Sauberkunst bestellt. Ich wollte nämlich unbedingt die neue Deo-Creme austesten, beziehungsweise das Creme-Deo. Ich hatte ja schon länger dieses Fräulein-Grün-Deo mal getestet. Jetzt haben sie die Formulierung geändert. Und dann wollte ich es halt einfach nochmal probieren. Habe mir jetzt die große Variante für 15 Euro geholt. Und ich liebe den Duft. Oh, das riecht so wunderbar. Das riecht so frisch. Hier vorne ist eine Gurke drauf und eine weiße Blüte. Aber ich kann euch gerade nicht auswendig sagen, nach was es riecht. Aber ich habe momentan einfach nur schlechte Deo-Cremes verwendet und dachte mir so, ich brauche mal wieder was Gutes. Deswegen habe ich die mitbestellt. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal eine Seife für uns mit, die ich noch nicht ausgetestet habe. Das ist die Pink Grapefruit-Variante. Die hat so einen schönen Farbgradienten von Gelb nach Rosa und riecht auch wirklich sehr schön, sehr lecker. Wir haben gerade die letzte am Waschbecken liegen. Und dann, wenn man über einen gewissen Preis gekommen ist, konnte man sich praktisch eine Prämie aussuchen. Beziehungsweise bei mir gab es dann als Prämie das Pusteblume, festes Shampoo, handgefertigt für normales und trockenes Haar und viel Glanz. Und ich mag ja die Sauberkunst Shampoo super gern. Habe auch für meine Mom eins mitbestellt, weil die auch gern macht. Mag, genau, das sind diese kleinen Kegel hier. Ich finde die super, super gut. Und habe mich gefreut, dass das mitkam. Außerdem haben wir noch so drei so kleine Seifenscheiben bekommen. Das finde ich auch immer süß. Dann kann man immer so ein bisschen halt doch mal was anderes noch ausprobieren. Das hält jetzt nicht ewig. Das sind wirklich so ganz kleine Minis. Aber ich finde es echt gut, dass die das machen, weil man dann eben halt auch ein bisschen schauen kann, was einem vielleicht für die nächste Bestellung gefallen würde. Ist jetzt sicher nicht uneigennützig. Gut. Dann habe ich hier noch eine Bubble-Bombe. Die war bei meiner Schwester in meinem Webkalender. Keine Ahnung, wo sie die her hat. Ist auf jeden Fall orange. Und es sieht ganz süß aus. Also ich bin jetzt wieder mit Badestuff ein bisschen besser ausgestattet. Und dann habe ich bei Zalando bestellt. Das war ein Riesenfail, sage ich euch. Also Black Friday war ja für mich in der Vergangenheit so. Also ist ja für euch schon wieder 100 Jahre her. Aber währenddessen habe ich ein paar Sachen bestellen wollen. Ich habe mir neue Schuhe und eine neue Winterjacke gekauft. Das waren so die Sachen, die wusste ich vorher. Dachte mir, wenn es da einen guten Rabatt gibt, dann hole ich mir die. Und dann habe ich so während der Black Friday Woche mal geguckt nach so ein paar Sachen, die schon länger auf meiner Wunschliste standen. Zwei Foundations und einen Eyeliner. Dann gibt es natürlich auch nicht in allen Online-Shops alle Marken. Und es ist alles mit Black Friday ja so ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, voll gut, von beiden Sachen gibt es Minis bei Zalando. Zalando arbeitet ja, glaube ich, auch mit Sephora zusammen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, da bestelle ich und habe dann festgestellt, dass ich meine Payback-Punkte dafür einlösen kann. Was echt cool ist, weil ich einen Haufen Payback-Punkte habe und ich denke mir so, beim normalen Einkauf bei DM, ich weiß nicht, so seit ich erwachsen bin, früher wäre ich dann zu DM gegangen und hätte mir damit Sachen geholt, aber heute denke ich mir so, okay, ich kaufe bei DM halt hauptsächlich irgendwie so Putzmittel, Essenssachen, Sachen für die Meerschweinchen und dafür will ich dann meine Payback-Punkte nicht ausgeben. Versteht ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall dachte mir, was mache ich damit? Und habe mir dann einen Online-Zalando-Gutschein geholt, und um mir damit die Sachen zu kaufen. Und dann war es halt echt schon richtig, richtig nervig, weil das ist ein Online-Gutschein und die haben bei mir 4 Tage gebraucht, um mir die Mail zu schicken mit diesem Gutscheincode. Und ich dachte mir so, ja, Friends, jetzt ist halt die Black-Friday-Deals waren dann auch vorbei. Ich glaube, ich habe den irgendwie Donnerstag bestellt. Und dann kam der irgendwie Montag um 23 Uhr, also es war ja dann Cyber Monday. Zum Glück die Rabatte, ich glaube, ich habe jetzt 1 Euro oder 2 Euro letztlich für alles mehr gezahlt, als ich sozusagen am Black Friday gezahlt hätte, aber es war jetzt noch völlig im Rahmen. Ja, also ich habe noch 84 Cent jetzt für diese 3 Produkte gekauft und 2 davon habt ihr auch schon gesehen, letzte Woche in meinem Shop My Stash. Einmal habe ich mir mitgenommen und das fand ich halt mega gut, dass es hier ein 15 Milliliter Mini gab von der Complexion, okay, Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. SPF 30 von Bare Minerals. Ich habe die Farbe Vanilla 02, die passt für mich auch so ganz gut. Und von der schwärmen ja seit Jahren alle. Also das ist ja so ein richtiges OG-Produkt. Also das überrascht ja niemanden mehr, dass das gut ist. Ich wollte es halt jetzt auch mal testen und denke halt so 15 Milliliter ist für mich echt gut. Ja, weil dann kann ich es austesten. Wenn ich es dann ganz genial finde, kann ich mir immer noch die große Größe nachkaufen. Und dafür zahle ich, glaube ich, 17 Euro. Ich habe dann jetzt all in all, glaube ich, 12 dafür gezahlt. Das fand ich ja ganz in Ordnung. Genau, und die habe ich jetzt auch schon, glaube ich, 7-8 Mal getragen und muss sagen, ich kann verstehen, warum so viele Leute sie mögen. Ich finde, eine Sache nervt mich so ein bisschen. Ich finde, sie trägt sich nicht schön auf, wenn das Gesicht darunter auch nur ein bisschen irgendwie noch so Rückstände von anderen Produkten hat. Also einen Primer habe ich einmal darunter getragen, Katastrophe, seitdem trage ich keinen Primer mehr drunter. Habt ihr auch übrigens heute drauf. Und auch die Sonnencreme vorher muss komplett eingezogen sein. Ansonsten finde ich, macht die halt, das ist eine getönte Tagespflege. Ja, das, mehr darf man sich davon nicht erwarten. Ich finde, das macht ein schönes Hautbild, sie trägt sich gleichmäßig ab. Also ist solide.
würde ich jetzt sagen. Genau. Die zweite Sache, die ich mir geholt habe, war, ich wollte schon ganz lange mal so einen weinroten Eyeliner haben. Und eigentlich habe ich lange mit dem Pillow Talk Eyeliner von Charlotte Tilbury gespielt, aber die hatten ja auch nur so eine Aktion gefühlt, dass du 200 Euro ausgeben musstest, um 20% zu kriegen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte halt nur den Eyeliner. Und Lauren May Beauty empfiehlt immer wieder diese Pixie Endless Silky Eye Pens. Und da habe ich jetzt die Farbe Very Berry mitgenommen. Und habe den jetzt auch schon echt 5-6 Mal verwendet, glaube ich. Und bin sehr zufrieden mit dem. Also das ist echt ein schöner, schöner Eyeliner in so einem, ja, Beerefarben. Ich kann euch den mal swatchen. Aber nicht zu rot-rötlich. Also ich finde, es geht bei mir noch. Und ich habe den jetzt immer in Kombi eigentlich getragen mit so einem ganz zurückhaltenden, ja, so topfarbenen Lidschatten. Habe mir den an den oberen Wimpernkranz gesetzt. Fand ich, sah wirklich top aus. Und der hält auch gut. Also ich finde halt, das ist eine schöne Komplementärfarbe so zu meinen blau-grünen Augen. Ich glaube aber auch, dass er zu braunen Augen sehr schön aussehen kann. Und ich habe den halt einfach an den oberen Wimpernkranz aufgetragen. Und ich finde es halt schon echt besonders, wenn die Kajalstifte schon so weiß sind, dass sie das gut mitmachen und gut Farbe abgeben. Weil richtig gewaltvoll will ich ja halt dann meinem oberen Wimpernkranz auch nicht sein. Ne? Und der war am Ende des Tages immer noch genauso da. Und das finde ich absolut nicht selbstverständlich. Also das fand ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ist ein guter Kauf. Und dann, was ich noch nicht getestet habe, da werde ich mir jetzt auch noch ein bisschen Zeit lassen, weil, ja, eigentlich hätte ich nur eine Foundation kaufen dürfen, aber ich liebe halt Foundations, was soll ich machen? Ja, jetzt bin ich halt auch mit meinen Zahlen über 75, also das ist ja immer so meine Zielzahl in meiner Sammlung, aber Zalando hatte auch ein Mini von der City CC Cream von Madara und da hatte ich mal ein Pröbchen und fand die echt richtig, richtig gut und wollte die dann nochmal haben. Auch das ist 15 Milliliter in der helleren Farbe. Ich glaube, die haben drei Farben, wenn ich nicht alles täusche. Und für mich, ich bin ja sonst echt hier eine weiße Wand, für mich hat die Farbe Light echt ganz gut gepasst. Die hat Lichtschutzfaktor 15, ist EcoCert zertifiziert und ich dachte mir so, ein bisschen Naturkosmetik ist mal wieder auch ganz gut, aber die werde ich, denke ich, dann erst in meinem nächsten Shop My Stash mitnehmen, weil ich ja auch noch im Project Pen was mit Foundations zu tun habe. Ja. Und generell finde ich es halt gut, wisst ihr, die sind klein, die sind kompakt und kann man erstmal gut unterwegs mitnehmen und man kann natürlich auch einfach schnell durchkommen. Ja. Also für jemanden, der jetzt natürlich sagt, okay, das ist mein Go-To-Produkt, sind diese Minis natürlich nichts, aber für jemanden wie mich, die möglichst viele Foundations testen will und daran einfach Spaß hat, sind die Minis eine gute Sache. Ja, und das war erstmal alles, was ich geshoppt habe. Hab noch ganz vergessen, von Lush habe ich dann auch noch so ein kleines Duschgel-Pröbchen bekommen. Ich mag diese kleinen schwarzen Töpfchen sehr. Ich habe, glaube ich, von meiner letzten Lush-Bestellung, die war während Covid, da habe ich im Laden bestellt und abgeholt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war ich ewig halt nicht mehr drin. Und da hatte ich auch schon so Pröbchen bekommen. Und das ist jetzt Rose Jam, das Duschgel. Ich bin kein Rosentyp, aber ich finde mal so, wenn man wieder eine Nacht irgendwo ist und ein Duschgel braucht, dann finde ich das ganz cool. Also finde ich nett, dass die das dazugeben. Mein Duft ist es jetzt nicht 100%. Gut, und dann kommen wir noch ganz kurz zu den zugesendeten Sachen diesen Monat. Die habt ihr teilweise auch schon gesehen, ausführlich gesprochen, auch schon in der Monatsreview im Dezember habe ich über die Midnight Miracle Sleepling Cream von I+M. Da könnt ihr gerne nachgucken, wie ich die fand. Da ich benutze jetzt aktuell wieder Nachtöl, weil sie mir halt echt nicht reichhaltig genug ist für die Nacht leider. Und ich glaube, tatsächlich finde ich es für tagsüber keine schlechte Creme, aber Nachtcreme ist sie mir persönlich zu wenig reichhaltig. Dann habe ich nicht zugesendet bekommen, sondern tatsächlich bei einem Produkttest bei Instagram mitgemacht, wo Hey Organic gesagt hat, konnte man sich bewerben, um das neueste Produkt zu testen. Man wusste nicht, was es ist. Letztlich war es dann die Naked Barrier Repair Face Cream mit Ceramiden und Ektroin für alle Skin-Typen. Soll die Haut vor Umwelteinflüssen schützen und trockene Haut vorbeugen, den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen und dann sind da auch noch fermentierte Inhaltsstoffe drin, die eben schützen sollen durch wertvolle Antioxidantien und Vitamine. Und Leute, ich finde das eine verdammt, verdammt gute Creme. Ich war echt, ich habe die dabei gehabt, als ich ein paar Tage bei meinen Eltern war und ich bin ja normal nicht der Typ, der dieselben Pflegeprodukte tagsüber und nachts trägt, aber mit der geht es wirklich. Das hat eine ganz, ganz schöne Konsistenz, die ist nicht parfümiert. Ich bin wirklich beeindruckt, die wird in meinen Jahresfavoriten auftauchen, obwohl ich sie erst sozusagen Ende November angefangen habe zu testen. Also ich bin wirklich positiv beeindruckt, die sitzt super gut aus dem Gesicht, die zieht gut ein, die hinterlässt ein gutes Pflegegefühl, also ich finde sie gut. Ja, und dann kam natürlich mega freut gestern noch das Weihnachtsgeschenk von I+M an, also ich glaube, die versenden die halt an alle, die so auf ihrer PR-Liste stehen und damit rechne ich dann immer nicht und habe mich umso mehr gefreut, als ich gestern aus meinem Nachtdienst heimkam und dann ein Päckchen kam. Und zwar haben die einfach ein paar so ihrer Favorites und auch ein neues Produkt rein. Ich habe mich super gefreut, weil es war einfach die
Samya Edition. Und wenn ihr den Kanal schon länger guckt, wisst ihr, dass ich den Duft liebe nach Vanille Orange. Das ist das Essential Care Shower Gel von diesem Duschgel. Gegen 2 Euro als Spende direkt an den Twikatane Verein, der sich für Schulbau und den Schutz von Frauen in Sambia einsetzt. Mega cool, ich liebe den Duft. Die haben echt so eine ganz innovative Verpackung. Also ihr schraubt das hier oben so auf, also um so einen Viertelkreis. Ich finde es ganz gut erklärt und dann kommt da das Duschgel raus. Liebe den Duft, freue mich total. Auch die Body Cream dazu ist wirklich sehr zu empfehlen. Was sie aber mit rein haben, wo ich mich voll gefreut habe, weil das wollte ich unbedingt testen, ist, es gibt von dieser Duftserie jetzt auch eine Deo-Creme. Das ist die Mini-Variante für 6,90 Orange Vanille. Ich habe euch ja von meinem Deo-Creme-Struggle in letzter Zeit erzählt, dass ich echt eine schlechte habe. Von daher habe ich umso mehr gefreut, weil mit den I+M Deo-Cremes bin ich auch so ein bisschen ins Deo-Creme-Game reingekommen. Und ich benutze ja seit 4-5 Jahren nichts mehr anderes als Deo-Creme. Ja, ich habe immer noch ein Spray in der Arbeit, aber ansonsten zu Hause immer Deo-Creme. Oh, ein Stück der Duft. Wie immer schon gesagt, es riecht so ein bisschen nach der Creme, die zwischen Milchschnitte ist. Ich hatte 5 Jahre keine Milchschnitte mehr gegessen, aber es erinnert mich immer noch dran. Also da habe ich mich auch mega gefreut. Und dann zu guter Letzt habe ich tatsächlich schon wieder nachgedacht, ob ich mir nicht einen Lipbalm kaufen muss. Und dann kam der Vanilla Lip Care von I+M. Die haben ja mittlerweile auch eingefärbt, aber das ist die neutrale Variante mit Shea Butter und Bio Jojoba Öl und eben Vanille. Und das ist plastikfrei, das Produkt. Also da drin ist praktisch nur eine Papierverpackung. Und das könnt ihr immer so hochschieben und dann wieder runterdrücken. Und damit ist es natürlich auch extrem less waste. Ist natürlich auch vegan für alle, die einen guten Lippenbalm suchen, ohne irgendwie Bienenwachs etc. Immer eine gute Sache. Ja, also darüber habe ich mich wirklich mega, mega gefreut. Vielen Dank an I+M an dieser Stelle. Hey Organic, die wussten ja gar nicht, dass ich das auf YouTube zeigen werde, sondern das habe ich einfach als Privatperson sozusagen mitgemacht. Von daher habe ich mich auch gefreut, dass ich sozusagen von denen mal was bekommen habe. Genau, und das war's mit meinem Haul für den Dezember. Erst dachte ich, ich kriege nichts zusammen, aber dann, freue ich mich, dass ich mir erstmal noch so ein paar dekorative Wünsche erfüllen konnte dieses Jahr, auch wenn ich das jetzt in meiner Inventur, die werdet ihr in ein paar Wochen sehen, jetzt nicht schlimm in die Bredouille gebracht hat, aber es hat halt so meine Ziele ein bisschen verändert. Dann Sauberkunst freue ich mich mega generell über die neuen Deo-Cremes und auch, dass ich mal wieder bei Lush war, hat, glaube ich, eher meinen Horizont erweitert. Genau, mich interessiert jetzt, habt ihr in den Black Friday Sales zugeschlagen? Ich, wie gesagt, nur sehr, sehr gering und halt auch vorbereitet. Und das fand ich dieses Jahr, ich hatte schon immer wieder, man wird ja mit Mails bombardiert, also ich fand es so krass dieses Jahr, eigentlich ab dem Sonntag davor ging es ja wirklich völlig los. Na klar, alle Sales, also viele Sales sind nicht gut und ich glaube, das Beste ist einfach, gerade wenn man sich so ein bisschen überwältigt fühlt und sich dann denkt, so wow, das ist aber wirklich ein gutes Angebot, das muss ich jetzt noch kaufen, wirklich euch vorher aufschreiben, was ihr eigentlich haben wollt, ganz unabhängig von irgendwelchen Sales. Einfach mal gucken, was ist nötig. Also ich hätte auch viel an Klamotten oder so kaufen können, aber ich wusste einfach, ich will neue Doc Martens und ich will eine Winterjacke, eine vernünftige. Und dann habe ich da auch halt richtig, richtig gute Deals bekommen. Und das hat mich dann natürlich auch einfach gefreut, weil ich mir dachte, okay, also die Doc Martens sind 200 Euro gekostet und ich habe die für unter 100 Euro bekommen. Und das hat mich natürlich echt gefreut, weil ich mir einfach dachte, okay, ich wollte die schon lange haben und jetzt habe ich da noch richtig Geld gespart. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindset, mit dem man vielleicht in solche Veranstaltungen wie Black Friday reingehen sollte, also geht mir zumindest so, und hat mir einfach auch geholfen, so ein bisschen einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, genau. Schreibt mir gerne, wie das euch ergangen ist, was ihr vielleicht so gekauft habt. Vielleicht hattet ihr ja auch einen Beauty-Adventskalender und habt dadurch ganz viele neue Sachen bekommen. Wie gesagt, ich freue mich immer von euch zu lesen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch ein schönes drittes Adventswochenende, bin ein bisschen verwirrt. Ja, drittes Adventswochenende. Nächste Woche gibt es dann sozusagen zum Ende des Advents nochmal ein ganz chilliges Aufräumvideo, bevor wir dann in die Jahresendvideos starten, die es ja jetzt schon überall auf allen Kanälen gibt, mit Jahresfavoriten, mit der Inventur. Und dann geht es frisch und fröhlich los in 2024. Daumen hoch, Abo, Kommentar, Glocke, alles nicht vergessen. Ich bedanke mich für eure Zeit und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!